Nein. Scheiße. Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play KSP. Ja, da ist vor ein paar Monaten, sage ich mal, ein kleines Update rausgekommen. Und ich dachte mir, komm, spiel's einfach mal wieder, weil ich habe Spaß dran gefunden mal wieder. Und ja, dachte ich mir so, 23.06 Uhr am Sonntag kannst du doch eigentlich aufnehmen. Und zwar bauen wir einfach mal eine kleine Rakete. Für die, die das Spiel nicht kennen, es gibt so viel Erklärung auf YouTube, ich glaube, da muss ich jetzt nicht so viel erklären. Ist halt ein Weltraumspiel, ne? Wo du halt, naja, Weltraum spielen kannst. Du baust halt eine Rakete und fliegst ins Weltall. So, wir bauen einfach mal eine kleine Rakete. Ich habe nicht ewig Zeit, von daher reicht eine kleine, ne? Und ich habe einen neuen Spielstand angefangen. Für die, die vielleicht vom letzten Mal noch dabei sind. Damit ihr Bescheid wisst. Und wir wollen nicht viel erreichen in der Folge. Einfach nur eine kleine Rakete, mit der wir in den Orbit kommen. Mehr möchte ich gar nicht. So, einen kleinen Fallschirm machen wir hier ran. Ich hoffe, der trägt das auch. So, dann aus Prinzip habe ich immer die Teile ran. Wo es ja voll dämlich ist. Ich hoffe, der Tank hier bringt überhaupt was. Wenn nicht, dann wäre es ja schade drum. Nötiges Gewicht in dem Fall. So, Fallschirm haben wir schon, ja. Dann, ach, nicht so viel. Da reichen theoretisch zwei. Theoretisch reicht sogar einer. Aber ich baue mal zwei ran. Weißt du was, ich mache auch nur einen ran. So, da brauchen wir noch eine Antenne auf jeden Fall. Baue ich mal hier ran. So. Haben wir schon mal das Grundgerüst. Was bauen wir denn noch ran? Auf jeden Fall müssen wir erstmal überhaupt in den Orbit kommen. Frage, wir wollen erstmal nur eine kleine Rakete, ne? Dann bauen wir das so. Ich wollte jetzt so machen, hier zwei Teile, ne? So hier, dann das Teil ran, dann erstmal wieder so ein Kopplerteil, damit wir damit weiterfliegen können. Aber wir wollen ja nur eine kleine Rakete bauen. Ich habe ja auch nicht ewig Zeit, von daher machen wir das einfach so. Es soll ja nur in den Orbit gehen, ne? Ich meine, wenn wir mal richtig weit wegfliegen wollen, ich muss auch erstmal wieder reinkommen, ne? Von daher müssen wir erstmal klein anfangen, ne? Wer klein anfängt, kommt groß raus. So. Gut. Ach, das sieht doch ganz annehmbar aus. Ich möchte bloß die Teile ein bisschen. So. Sieht ja schon mal besser aus. Die Teile drauf. Und dann möchte ich noch hier die Teile. Bringen nicht so viel, aber Hauptsache man hat sie. Gut. An sich war es das jetzt mit der kleinen Rakete. Science-Dinger haben wir dran. Energie haben wir leider nicht. Denn die bräuchten wir eigentlich noch ein bisschen mehr, ne? Aber na gut. Okay. Dann müssen wir noch die Rakete ein bisschen konfigurieren. So, die drei, das passt. Als erstes sollen die losgehen. Dann sollen die Teile hier abfallen. Das stimmt auch, aber ich möchte das Triebwerk hier separat schalten können. Genau, dann kann ich das hier anschalten, wenn ich das möchte. Dann kann ich die abkoppeln. Ja, passt eigentlich. So, wenn das alles verbraucht ist, möchte ich dann das abkoppeln. Und dann möchte ich das Triebwerk starten von ganz oben. So. Gut, hätten wir das. Nein. Nennen wir das denn. FPS. Orbit. Crouser. Ne, keine Ahnung. 12. Keine Ahnung, es soll schön aussehen. Speichern wir das Teil mal. Es gibt jetzt Explosionen, also jetzt
seit dem Update kann alles richtig kaputt gehen anscheinend. Ich hoffe, das macht jetzt nicht alles allzu schwer dadurch. Und sorry, ich muss auch erstmal reinkommen in das Spiel. Ich habe es auch schon ewig nicht gespielt. Von daher werden wir mal sehen, ob wir irgendwas hinkriegen. Ich bin schon zufrieden, wenn wir einigermaßen ein Orbit hinbekommen. Da muss ja nicht mal perfekt sein, ne? Mal sehen, ob wir es schaffen werden. Und wenn nicht, dann ist blöd. Aber ich denke mal schon, dass wir das hinbekommen. So, wir sind... Oh, wir sind hier ganz, ganz klein. Sieht das nicht schön aus? Unsere schöne Rakete. Ach, ich habe keine Ahnung mehr, wie das mit den Zielmarkierungen ging und so, ne? Da muss ich selber erst nochmal wieder ein bisschen gucken. Aber immerhin, wir fliegen überhaupt erstmal. Das ist ja schon mal ganz gut. So, wir sparen ein bisschen Energie. 10.000 Meter. Obwohl. Naja, komm, bei 10.000 können wir 90 Grad Stellung einnehmen. So, ich mache das bewusst, keine Angst. Ja, sieht auch ganz gut aus mit dem Energieniveau. So, wer geht für Oxidase? Oh Gott. Das ist aber neu. Wir brauchen unbedingt mehr Electric Charge. Unbedingt. Egal was ist. Oh, 90 Grad Stellung. Langsam 90 Grad einnehmen. Solange wir immer nach oben fliegen, können wir ja mit der Energie ein bisschen runtergehen. Ich glaube auch nicht, dass wir in den Orbit kommen. Nicht mit den Teilen. Müssen wir schon das nächste starten. So. Langsam auf 90 Grad. Sieht doch ganz gut aus. Ja, wir haben viel Energie. Ja, ich glaube, das wird schon. Oh, am Sound haben die auch ein bisschen was geändert, ne? Solange wir nach oben steigen, ist alles gut. So, how it looks. Sehr gut, dann geben wir mal ein bisschen Stoff hier. Jawohl. Es hat nichts gesprengt. Ich hatte Angst, dass wir uns wegsprengen dadurch. So. So ein bisschen drehen. So möchte ich das haben. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Und da fliegen die Teile. Flieg, Rakete, flieg. Yay, wir haben so viel Geschwindigkeit. Wir könnten doch theoretisch... Nein, der muss noch hoch. Ah, wir sind oben drin. Können ein bisschen runtergehen mit der Energie. Das heißt, ein bisschen. Wir können weit runter gehen mit der Energie. So, Jungs und Mädels, wir sind im Orbit. Juhu. Na, immerhin. Hä? Oh. Okay. Ja, hier fliegt noch eine. Ja, da fliegt noch was. Okay, möchten wir doch mal hier langsam eine richtige Stellung einnehmen. Ich finde, ab jetzt
Könnten wir, ja. Die Höhe gefällt mir so eigentlich ganz gut. Jetzt könnten wir ein bisschen auf Weite gehen. Damit wir einen richtigen schönen Orbit hinbekommen, werden wir eh nicht. Das sage ich jetzt schon, weil ich habe schon zu lange nicht gespielt, um jetzt einen guten Orbit hinzubekommen. So. Naja, wir können es versuchen. Ah, da geht ja ein bisschen zu weit rüber, ne? Naja, ein schöner Orbit wird's nicht. Da habe ich jetzt Mist gebaut. Naja, immerhin, es wird ein Orbit. Es wird kein schöner Orbit. Nein, falsche Taste. Ach Gott, was habe ich denn hier für einen Blödsinn gemacht? Naja, okay. So passt das schon. Sieht zumindest hübsch aus. Hilfe. So, Junge, EVA. Soll jetzt eigentlich gar nicht raus, also nicht richtig raus. Erstmal muss ich die Daten aufschreiben. So, gehen wir wieder an Bord. Dann können wir nämlich die Daten senden. Yay, senden wir die Daten. Wir haben keine Energie mehr. Juhu. Immerhin 16 Science-Punkte. Juhu. So. Na, immerhin, komm. 4,4 Science-Punkte. Ach gut, wir könnten eigentlich theoretisch wieder zur Erde fliegen. Ich meine, wir wollen ja eh nichts erreichen. Versuchen wir wenigstens den Orbit ein bisschen gerade hinzubekommen. Klasse. Oh, tschüss, Teil der Rakete. Fliegen wir mit unserem kleinen Teil weiter. Bringt halt nichts, einen perfekten Orbit hier zu lassen mit so einer Rakete. Was wollen wir mit der, ne? Wenn wir einen Satelliten bauen würden, dann wäre es natürlich was anderes. Aber immerhin machen wir den Orbit ein bisschen gerader. Ja, da wird doch. Sich ist das doch ein relativ schöner Orbit. Mehr darf ich nicht gern. So, ich möchte auch nicht den Orbit, sondern ich möchte zurück zur Erde. Deshalb senken wir den Periapsis so sehr, damit wir wieder auf die Erde prallen. So. Jetzt lasst uns froh und munter sein. Und lasst uns um die Erde kreisen. So lange, bis wir hoffentlich den Wiedereintritt erreichen. Also hier. Aber man sieht viel. Hauptsache, ich baue schon mal die Teile aus. Wo landen wir denn?
Irgendwo auf der dunklen Seite. Scheiße. Ich hatte ja auch die Hoffnung, dass wir auf der hellen landen werden. Naja. Ich will jetzt nichts als Target setzen. Oh, der wieder ein Dritt. Das hat's voll gebracht jetzt. Aber es sieht doch hübsch. Der Arme. Oh, der falsche. Ah, jetzt wird es doch gleich weiß werden, theoretisch. Aber es geht. Damit können wir unsere Energie abbremsen. Für noch langsamer fallen. Naja, mal sehen. Mal sehen, was das hier wird. Oh, da oben ist der Mond. Hallo, es fahr schneller, du Teil. Immerhin, wir landen wahrscheinlich auf Festland. Ich dachte jetzt schon, wir knallen gegen den Berg. Mal gucken. Oh, wir landen auf Berg. Was ist das denn? Kannst du mal erkennen? Was wir werden auf dem Berg landen und abrutschen. Oh nein. Scheiße. Upsi. Abort. Ich wusste doch, dass das passiert. Naja, immerhin die Science-Punkte haben wir sicher. So, was können wir uns denn kaufen? Energie, 45 Science. So, ich war ja für Energie. Oder wie seht ihr das? Science ist doch wichtig, da können wir Punkte machen. Ach komm, wir kaufen uns Science. So. Beim nächsten Mal kaufen wir dann das. Das ist nämlich voll geil, ist das nämlich hier, Elevon. Da steht voll viel Text, aber leider alles Englisch. Gut, dann war's das mit der Folge. Das war ja auch nur eine kleine Folge. Nur mal so zum Rumprobieren. Ich übe selber noch ein bisschen, damit wir vielleicht mal ein bisschen weiter wegkommen. Oder vielleicht mal auf dem Mond landen werden. Mal sehen. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao mit Pau. Haut rein.